Hi Astro Rebell, herzlich willkommen zurück zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel, dein astrologischer Lebensberater. In diesem Video geht es ums Thema Vollmond am 15. August 2019 im Sternzeichen Wassermann, um genauer zu sein, im 22 Grad Wassermann. Dieser Vollmond wird in Opposition zu Mars und Venus sein. Beide Planeten werden zusammen mit der Sonne im Sternzeichen Löwe stehen. Löwe ist die Suche nach Anerkennung, nach Akzeptanz, nach Liebe. Während Wassermann ist die Gesellschaft an sich, ja, die gesellschaftliche Anerkennung des Individuums. Wassermann betrifft Gruppen, Gruppensituationen, Freunde, während Löwe hat mit der individuellen Selbstentfaltung und Identität zu tun. Ja, die individuelle Identität wird im Löwe zum Ausdruck gebracht. Und in Wassermann findet diese individuelle Identität Ablehnung oder Akzeptanz. Und das wird die Dynamik sein, welche von diesem Vollmond in Gang gesetzt wird. Wassermann hat mit Gruppen zu tun, aber auch mit Menschen, die nicht der gesellschaftlichen Erwartungen und Vorstellungen entsprechen. Menschen, die außenseitig sind. Ich werde oft, ne, das passiert mir selbst, ich werde oft als Paradiesvogel genannt. Manchmal weiß ich nicht, ob ich das als Beleidigung nehmen soll oder als ein nettes Wort. Mir persönlich gefällt dieses Wort nicht, aber wenn die Menschen damit glücklich sind, dann, ich meine, kann ich auch nichts dafür. Wenn ich das für bestimmte Menschen bin, dann soll es so sein. Ja, irgendwann muss man aufhören zu versuchen, Recht zu haben oder die Menschen auf neue Perspektiven aufmerksam machen. Manchmal muss das so akzeptieren und sogar die Vorurteile von anderen Menschen zum Vorteil nutzen. Es bleibt im Grunde genommen manchmal nichts übrig. Und dieses Zeichen Wassermann hat mit der Akzeptanz von der Gesellschaft. Wir wissen, dass das Individuum die kleinste Minderheit in einer Gesellschaft ist und alles geht von Individuen ab. Ja? Die Dynamik in der Gesellschaft hängt von die kleinste Minderheit und die kleinste Minderheit ist das Individuum. Die Gesellschaft ist nur die Summe von jeden einzelnen Individuum. Und deswegen hat diesen Vollmond mit gesellschaftlichen Themen zu tun, aber auch mit individuellen Themen zu tun, wie zum Beispiel die Akzeptanz, welche man von anderen Menschen bekommt, die Anerkennung, die jeder Mensch braucht. Und es stellt sich immer die Frage, inwiefern kann ich mich anpassen? Inwiefern ist das für mich als Person, als Individuum sinnvoll, mich anzupassen, damit die Gesellschaft glücklich ist, damit die Menschen, sage ich mal, ihre Wertvorstellungen ausleben können? Es gibt Dinge, die man nicht sehen möchte, die man aber sagt, oh, ich toleriere es einfach.
aber Toleranz ist nicht immer das richtige Wort. Dieses Wort gefällt mir nicht. Warum? Weil dieses Wort ist mit Schmerz verbunden. Wenn mir was nicht gefällt, heißt es, ich akzeptiere es einfach nicht. Und deswegen muss man sich überlegen, ob das Wort Akzeptanz besser ist. Man kann akzeptieren, dass es andere Menschen gibt, die eine andere Sichtweise, eine andere Kultur haben als man selbst. Oder man kann es tolerieren. Und da gibt es einen kleinen, aber immerhin wichtigen Unterschied. Denn Toleranz ist keine Garantie für Akzeptanz. Aber wenn man akzeptiert, dass es andere Menschen gibt, die eine andere Lebensweise, eine andere Mentalität, eine andere Perspektive, Lebensperspektive haben als man selbst, dann braucht man nicht zu tolerieren. Dann wird man automatisch damit zurechtkommen. Nur die menschliche Natur führt oft dazu, dass man das nicht tut. Ja, meistens ist das so, dass man seine Meinung unbedingt bei anderen Menschen durchsetzen will. Vielleicht als Kompensation für die mangelnde Selbstliebe. Löwe, da wo Mars und Venus stehen, hat mit Selbstliebe zu tun. Und wenn die Selbstliebe fällt, dann versucht man das zu kompensieren. Auch zum Beispiel, indem man ein schönes Bild oder schöne Bilder immer wieder bei Instagram hochladet, in der Hoffnung, eine anhaltende Befriedigung des Egos zu bekommen. Man muss sich hier aber fragen, ob das nicht eine Selbsttäuschung ist, die man betreibt. Denn diese Menschen, die ein Gefällt mir anklicken, ja, für diese Menschen bist du im Grunde genommen nicht so wichtig, wie du denkst. Ja? Oder man ist nicht so wichtig, wie man denkt, bei den sozialen Netzwerken. Denn gleich nach 5 Minuten wirst du vergessen. Und dann kommt die nächste Anregung. Ja? Alles geht sehr schnell in unserer Gesellschaft durch den Internet. Ja? Also man kommt von einer Sache zu der anderen. Und man selbst, ja, ist auch ein Produkt heutzutage. Und es ist immer die Frage, in dieser Welt, ja, wo finde ich mich? Wer bin ich eigentlich? Welcher Wert habe ich als Individuum? Das wird natürlich, diese Frage wird oft vernachlässigt in unserer modernen Welt. Und mit diesem Vollmond werden bei den meisten Menschen Situationen vorkommen, die diese Themen irgendwie hervorheben. Das hängt natürlich ab von den individuellen Geburtskonstellationen, die man hat. Wassermann hat mit Gruppen allgemein zu tun. Ja, das betrifft religiöse Gemeinschaften, Parteien, Netzwerken, Freunde. Und hier muss man sich überlegen, inwiefern das notwendig wäre, dass man von den Freunden, von der sozialen Netzwerken ein bisschen Abstand nimmt, um sich bestimmte Dinge zu überlegen, nachdenklich zu werden. Ja, das ist immer die Frage, weil sonst ist man abgelehnt und fremdbestimmt. Ja, man wird fremdbestimmt von anderen Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt. Und dementsprechend ist das Wort Abstand auch sehr wichtig. Auch auf der individuellen Ebene bei Beziehungen ist ein bisschen Abstand wichtig. Denn zu viel Nähe kann auch schädlich sein, ja, für eine Beziehung. Das Wort Fairness, soziale Gerechtigkeit gehört zu diesem Zeichen. Und das könnte jetzt bis Mitte September ein Thema werden,
Und ich bin gespannt auf dem, was kommt, denn Wassermann ist ein Zeichen der Überraschungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gute Überraschungen, schlechte Überraschungen sind bis Mitte September weltweit möglich mit diesem Mond. Wissenschaft, das Thema Wissenschaft, Bildung, wissenschaftliche Entdeckungen, Innovationen, das ist auch ein Thema von Wassermann und das könnte auch bis Mitte September sehr wichtig sein. Man wird davon hören, ja, wichtige Ereignisse bei diesen Disziplinen, ja, bei der Wissenschaft, zum Beispiel Bildung. Auf der individuellen Ebene geht es natürlich um das Thema Eigenständigkeit. Sollte man sich beruflich eigenständiger machen? Welche Alternative hat man beruflich? Ja, das Wort Alternativ gehört zu Wassermann. Ja, das scheint für viele Menschen ein wichtiges Thema zu sein. Und vor allem auch für Stier. Ja, Stier und Stier-Aszendenten, denn Wassermann regiert bei Stier das 10. Haus des Berufes. Stier ist ein Zeichen, welches jetzt von diesem Einfluss stark betroffen wird. Und bezüglich des Themas Beruf. Und auch noch ein Zeichen, welches auch von diesem Thema Beruf betroffen sein wird, ist Jungfrau, ja, denn Wassermann regiert oder herrscht über das 6. Haus der Arbeit bei Jungfrauen. Ja, und deswegen für Jungfrauen und für Stiere wird das Thema Beruf hervorgehoben sein mit diesem Vollmond. Da werden neue Anreize zustande kommen, neue Situationen werden sich ergeben im Alltag, bei der Arbeit. Man sollte eine Alternative suchen, eine neue Einnahmensquelle wäre auch angebracht für diese zwei Sternzeichen. Je nach Sternzeichen hat man natürlich einen anderen Einfluss und deswegen ist das zum Vorteil, wenn man eine individuelle Aussicht hat, ja, eine individuelle Prognose auf die kommende Zeit, denn mit Wassermann kann sich alles ändern. Ja. Wir haben ab dem 15. August und bis Mitte September, bis zum nächsten Vollmond, ja, ist eine Zeit, in der bestimmte überraschende Situationen auftauchen können. Ja. Und natürlich, Menschen, die sich bei mir melden, haben immer einen Vorteil. Ich habe vielen Menschen geholfen und das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.